Hallo und herzlich willkommen, mein lieben Freund, hier zu einem weiteren Teil Prison Architect. Genau, kurz überlegen, wo wir jetzt hier gerade sind. Wir sind hier in Prison Architect und ja, heute soll es darum gehen, dass wir erstmal unsere Großraumzellen bauen und wir eventuell die ersten Gefangenen dann bekommen können, wenn wir das denn heute in der Folge schaffen. Ich hatte jetzt hier in der Planung schon mal so einen Bereich Zelltrakt fertig gemacht. Das soll der hier mit den Großraumzellen werden, mit der niedrigsten Sicherheitsstufe. Und mit den Leuten werden wir auch erstmal anfangen. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier drauf drücke, setzt er den Plan in die, wie folgt um, Ziegelwand. Okay. Das hat jetzt 6.000 gekostet. Und es dürften dann auch die Bauarbeiter dann gleich durchstürmen, ne? Genau, wir lassen Zeit erstmal volle Pulle laufen. Weil die haben natürlich jetzt hier erstmal einiges zu tun. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Energie machen. Ob wir dann hier noch ein weiteres Kraftwerk hinsetzen und ob das reicht. Das sehen wir dann. Nicht wundern, dass ich hier 5.000 plus mache. Wir haben ja in der letzten Folge den Hof gemacht. Und jetzt sind die ganze Zeit dabei, das Holz zu verkaufen. Und pro LKW-Ladung gibt es ja immer 1.000 Holz. Deswegen seht ihr jetzt gleich auch, jetzt fährt der weg. Zack. Und das geht ja oben gleich plus 1.000 auch, also plus 250. Variiert immer irgendwie so ein bisschen. Und dadurch machen wir gerade halt gut Geld. Und das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir noch irgendwelche neuen Sachen erforschen können. Also auf jeden Fall Sicherheit haben wir jetzt ja, ne? Und das ist ein Einsatz. Überwachung, Information, Waffenkammer, ferngesteuerte Türen, Gefängnisregeln. Schalte die Gefängnisregeln frei, über denen sie die Bestrafung jeglicher Art und Fehlverhalten steigern oder verringern, sowie automatisch die Durchsuchung von Häftlingen, die sich eines Fehlverhaltens schuldig gemacht haben und auch die Durchsuchung ihrer Zellen veranlassen können. Ja, ich finde Überwachung erstmal ganz wichtig. Benötigt Sicherheit, Chef. Wir haben keinen. Müssen wir erst einstellen. Dann können die aber trotzdem aus dem Mikromanagement stellen, ihren Werkzeug im Mikromanagement Gefängnissen zur Verfügung, um es genau ihren Anforderungen anzupassen. Schalten Nahrungslogistik frei, über die sie die Küche verschiedenen Kantinen zuweisen können. Oh, das ist gut. Ist klar. Extra Zuschuss kann man auch mal machen. So, die sind hier unten schön fleißig am Bauen. Diagramme. Na gut, hier können wir nichts mit anfangen. Und was können wir jetzt hier so machen? Häftlinge, gut, haben wir keine. Hier haben wir die ganzen Arbeiter. Was brauchte ich in Sicherheitschef, ne? Kriegen wir doch hin. Zack. Jetzt haben wir auch einen Sicherheitschef. Hat er sein Büro? Können wir gucken. Können wir doch jetzt hier. Jetzt können wir es auch erforschen. Perfekt. Wir bräuchten natürlich dann auch ein paar mehr Wachen. Das ist ja ganz klar. Wenn wir hier nachher 7 Wachen. 7 von 7. Ja, ihr baut hier unten schön fleißig. Jetzt können wir mal gucken, wenn wir jetzt den Strom hier reinlegen. Von der Hauptbahn. Zack. Dann noch einmal so mittig durch. Dann sollte das stromtechnisch eigentlich reichen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt automatische Beleuchtung hier gesetzt hat. Was das jetzt macht. Ach so, die kommen da nicht hin. Das ist natürlich klar. Türme, Türen. Dann kommt hier eine große Gefängnistür orange. Mittleren Sicherheitsstufe. Sehr niedriger Sicherheitsstufe. Zack. Zack. So, jetzt geht das dann hier auch los. Jetzt können die das dann auch bauen. Weil das können die nicht, wenn sie nicht reinkommen. Ist ja logisch. Das ganze Holz können wir natürlich jetzt auch verkaufen. Gefahr. Ihr Direktor hat einen beunruhigenden Effekt auf Häftlinge. Einen beruhigenden Effekt. Ach so, ja gut, ne, da ist ja noch nichts, alles easy peasy. So, dann brauchen wir aber anscheinend Lampen.
weil hier in diesem Gebäude keine Lampen drin sind, ist dies ausgewählt, werden nach Fertigstellung ihre neuen Gebäude automatisch über Lampen an. Achso, das war jetzt aus. Müssen wir jetzt selber Lampen setzen. Natürlich doof, ne? Klatschen wir hier einfach mal ein paar rein. Die werden natürlich jetzt nicht im richtigen Abstand sein. Aber das ist jetzt auch alles nicht so dramatisch. Hauptsache, wir haben hier erstmal ein bisschen Licht. Zack. Dass wir dann hier schön in Ruhe auch was sehen können. So. So, und jetzt können wir gucken. Wir brauchen natürlich dann hier, jetzt haben wir die Dusche und den ganzen Kram da oben. Jetzt können wir mal gucken. Planung oder schnelles Bauen. Jetzt können wir hier Gemeinschaftszellen oder Gefängniszellen. Boden. Jetzt haben wir hier eine Gemeinschaftszelle. Kann ich nicht machen. Saal, Lagerraum, Besprechung, Bewährung, Gemeinschaftsraum, Sicherheitsmüllraum, Küche, Zelle. Wir machen das einfach mal schnelles Bauen. Gucken einfach mal. Gemeinschaftszelle oder eine Gefängniszelle. Das ist aber eine Gefängniszelle. Das ist aber irgendwie eine große. Na, wenn die ja eine geringe Sicherheitsfreigabe haben. Alles klar, wir sehen, unser Gebäude haben wir nicht groß genug gebaut. Das hat ziemlich blöd gelaufen dann. Also so viel Gefangene, wie wir dann hier haben. Hier werde ich Doppelwand setzen. Oh. Nein. Baut es nicht. Stopp. Kann ich das denn wieder abreißen? Gefängniszelle. Ah. Mit Mausrad drehen wir das. So, kommt das da wieder ran. Hier ist natürlich dann schon echt viel Platz. Das lassen wir mal so. Hier oben können wir eventuell eine Dusche ranmachen. Da müssen wir natürlich jetzt gucken, dass wir die Wände. Gemauertes Fundament. Dementsprechend dann auch erweitern, ne? So, Fridolins und Fridolas, dann baut mal bitte. Wie sieht es mit unserem Strom jetzt aus? Noch ganz gut, aber der hat ja eh keinen Strom hier. Versorgung. Aha. Das wichtigste Kabel haben wir vergessen. Die Intelligenz bolzen wir. So. Dann gibt's dann, ist natürlich auch jetzt Wasser gefragt. Oh, und das funktioniert auch mit den Zellen. Haha. Jetzt haben wir Strom. Oh, das sieht aber noch ganz gut aus. Gut, jetzt brauchen wir natürlich in den Zellen dann auch noch Licht. Das haben sie uns wieder weggenommen. Zack. Na, ob das mit den Zellen hier unten funktioniert? Bin hier mal gespannt. Bin ich ja mal gespannt. Großes Fenster. Da habe ich das Ding falsch rumgebaut. Oh, wie belastend. Scheiße. Kaufen. Kaufen. Verkaufen. Auch die Tür muss weg. So, Fundament. Ziegelwand. Nee, jetzt haben wir doch eine Betonwand. Ach so, sowohl als auch. Beton rein. Beton rein. Im Prinzip können wir jetzt einfach schnelles Bauen hier nochmal wieder drüber legen. Aber diesmal bitte richtig rum. Zack. So. Dann pflanzen sie die dann nämlich jetzt wieder ein.
Und hier müssen wir jetzt auch einmal mit Beton. Zack. Zack. Das da wieder auffüllen. Warum da oben jetzt zwei Betten so lose rumstehen? Sind die jetzt einfach dahingestellt oder? Warum stehen die da? Die können natürlich dann auch wieder weg. Muss mir jetzt zurechtfinden hier. Eigentlich stehen die da gar nicht. Das so richtig sehe. Ach, die ist auch falsch rum. Das ist auch falsch rum, meine Freunde. Mann. Natürlich doof, ne? Wenn man nicht aufpasst, dann geht sowas ganz, ganz schnell. Ach, jetzt können sie auch die Betten einbauen. Ah. Gut, das ist natürlich jetzt nicht mehr notwendig. Dann baut das alles mal wieder ab. Und dann werden wir jetzt hier gleich Planung. Nochmal eine Gefängniszelle, aber diesmal bitte richtig rum. Hier dann noch mit ransetzen. So. So soll es sein. Perfekt. Und kriegen wir jetzt? Das wird wohl nicht funktionieren, ne? Jetzt eine Ziegelwand hier. Ah, könnte klappen. Könnte klappen. So, das hier außen dann auch hin. Und wahrscheinlich die ganzen Fenster alle weg, ne? Ne, die Fenster sind noch da. Irgendwie nur einseitig. Hier ist es doppelseitig, aber hier nicht. Warum nicht? Wenn wir jetzt hier nochmal ein großes Fenster nehmen. Großes Fenster. Na, die sind wohl da. Das ist nur optisch wohl. Optisch schon eine Sache. So, das macht er jetzt hier noch zu, ne? Da wäre ich euch natürlich dann sehr verbunden. Lampe. Zack. Lampe. So, das baut er jetzt ein. Warum jetzt hier unten die immer noch in Holz sind? Also beziehungsweise in... Doch, die sind noch in Planung. Aber anscheinend haben wir wohl noch nicht die ganzen Materialien. So, okay, dann brauchen wir jetzt Wasser. Ein großes Rohr. Kann dann hier auch mit reinfließen. So, ein großes Rohr. Zack. Und von hier geht das kleine Rohr dann ab. Rups. Und da drauf. So, dann haben die auf jeden Fall auch ihr Wasser. Die Dudes. Ist natürlich nicht schlecht. Dann haben wir das alles. Kabel verstecken, Kabel anzeigen. Abhöranlage. Überwachungskameras. Da bringt er das noch hin. Da sind Fenster. Der hat keine Tür. Tür abreißen. Da müssen wir jetzt hier mal eine Tür hinmachen. Warum ist denn jetzt die Tür da weg? Mann, jetzt mal diese scheiß Türen wieder. Da. Türen. Große Gefängnistür. Soll die da wieder reinsetzen? Kann nicht angehen, dass wir hier keinen Platz haben, ne? So, die Hausmeister sind da. Dann bekommen wir jetzt hier noch andere Böden rein. Ich mag nämlich diese Böden überhaupt nicht. Das heißt, in den Böden, in den Betonplatten, Betonboden. Was ist das eigentlich? Gibt unseren Gefängnissen einen Hightech-Look. Passt wunderbar zur Jutein-Wand zusammen. Okay, so schweineteuer, ey. Kommt er hier in den Zellen hier, kommt er hier den Boden. Und davor in den Gängen kommen aber immer erstmal weiße Fliesen hin. Da müssen wir mal gucken, was dann jetzt in den restlichen Bereichen da noch passiert. So, ob wir da noch mehr Zellen hinsetzen oder ob wir dann irgendwie noch was brauchen, was ich jetzt gerade so vergessen habe.
In dem Hof können wir auf jeden Fall Telefonzellen reinsetzen. Das finde ich nämlich auch immer ganz geil, wenn die dann wenigstens telefonieren können. Reifengerät. Holz, Sandsack, können sie abreagieren. Mantelständer, auch immer wichtig, ne? Flutlicht. Müssen ja auch sehen, was die Dudes dann hier so machen. Das wird bestimmt nicht so wahnsinnig hell. Das glaube ich mal. So, jetzt brauchen wir natürlich dann hier auch Strom. Und ich kann euch auch sagen, dass der Strom jetzt nicht mehr reichen wird. Puh, na gut, ist halb voll. Mit etwas Glück. Mit etwas Glück wird es reichen. So, hier ist das ja ein Zellentrakt. Das heißt, hier kommen dann auch einmal Metalldetektor hin. Metalldetektor. Ein dahin, ein dahin. Dann packen wir einen Mülleimer. Genau dahin. Und Tisch für Außenbereich. So. Und genau da kommt ein Stück Wand hin. Zack. So. Ich bin mal gespannt. Hier haben sie ihren Betonboden. Wunderschön. Also es ist wirklich wunderschön. Dann müssen sie da mal durch den Metalldetektor durch. Das ist ganz praktisch. Da würde ich sagen, sind wir eigentlich ready jetzt für die ersten Häftlinge, oder? Da. Anzahl pro Tag. Machen wir mal 10 Stück. Okay. Bin mal gespannt, wann die dann kommen. Ich glaube, das wird jetzt erst noch ein bisschen dauern. Eigentlich sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Da müssen wir dann mal natürlich gucken, ob das dann erst in der nächsten Folge was wird hier mit uns. Man muss aktuell jetzt immer ein Wärter kommen. Ach, die sind schon da. Ist ja nett, dass die da auf jeden Fall warten. Die werden teilweise schon direkt in ihre Zellen gebracht. Jeder kriegt anscheinend erstmal eine. Ist ja nett. Dann haben wir ja schon die ersten Fridolins und Fridolis da. Das ging jetzt ja dann doch fix. Häftlinge, Mahlzeiten. Kann sein, dass wir jetzt irgendwie noch nichts eingeteilt haben, ne? Häftlinge, Arbeiten, Einweisung, Personal, Tagesablauf, nichts. Essen ist da und da. Freizeit. Hier ist Essen. Und Essen. Jede Sicherheitsstufe haben wir jetzt. Da können sie in den Hof. Hier haben sie nochmal Freizeit. Haben sie Freizeit. Und da machen sie erstmal nichts. Arbeiten, Freizeit. Ach so, arbeiten so ein bisschen, ne? Wahrscheinlich.
Naja, dann machen wir erstmal nichts. Meinetwegen können die auch noch eine Stunde länger in den Hof. So. Was heißt das? Ihre aktuelle Häftlingsanzahl und dann Aufnahmekapazität ihres Gefängnisses. 10 von 0. Ich habe gar keine Kapazität. Sag nicht, das ist so ein Aufbewahrungsraum hier. Was wollen die? Ach du Scheiße. Das hat nicht funktioniert. Schnelles Bauen, einfache Zelle. Verbesserte Zelle. Einfache Zelle. Na toll. Dann können wir den ganzen Kram ja wieder abreißen. Ach, passt ja. Na dann baut mal. Dann baut ihr mal, dass die Leute dann da in ihre Zellen kommen. Wo dürft ihr jetzt hin? Essen? Oh ja, ihr dürft essen. Dann mal guten Hunger. Ich glaube irgendwie wird das so schnell noch nichts. Gut, wir gucken uns das ganze Schauspiel mal an, meine Freunde. Ist erschöpft, ruhen sich aus. Und dann werden wir uns das mal ganz in Ruhe anschauen, was wir dann jetzt hier so fabriziert haben. Ich weiß es jetzt ja selbst noch nicht. Sind sie auf jeden Fall draußen. Gewaltpotenzial ist hoch. Ernsthafte Beschwerden. Arbeitsmoral ist niedrig. Aber was wollt ihr denn? Hat 10,4 Jahre abgesessen, 21 Jahre. Charakter. Beurteilt zu einem Jahr. Der ist ja schon fast wieder draußen. So, jetzt haben wir Zellen. Jetzt möchtest du ehemaliger Gesetzeshüter. Tabolke, Psychologie erforderlich. Psychologe erforderlich. Die wollen alle einen Psychologen? Ich habe gar keinen Psychologen. Benötigt eine Psychologie. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt wohl mal als nächstes in Angriff nehmen. Gut, meine Freunde, dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.